Hallo ihr Lieben und willkommen in der Spielematrix. Ich habe heute was total Niedliches für euch und zwar von Lego die 40270 ein Brickhead zum Valentinstag. Valentinstag ist zwar rum, aber obwohl es ein Valentinstag Spezial war, denke ich, dass es halt auch super super zum Frühling einfach passt und deswegen baue ich das heute mit euch. Wir haben hier den Brickhead, der ist ab 10 Jahre geeignet, also 10 plus von Lego. Und das ist Seasonal Nummer 29 und eine Liebesbiene. Ja, also, wir haben hier hinten noch ganz viele andere. Die möchte ich euch auch mal schnell noch zeigen, bevor wir mit dem Aufbau beginnen. Und zwar denke ich, dass die dieses Jahr vielleicht auch noch rauskommen werden oder sehr wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Wir haben da einmal hier die Biene, dann zu Ostern vielleicht den Osterhasi, dann hier zu Halloween eine Hexe, Thanksgiving ein Truthahn und für Weihnachten haben wir Santa Claus und Mrs. Claus. Also total niedlich. Wir können uns dieses Jahr wirklich auf jede Menge ganz tolle neue Brickheads freuen. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich denke mir, dass ich die auf jeden Fall auch kaufen werde und die bauen wir dann auch zusammen auf. Und jetzt würde ich einfach sagen, wir legen los und bauen diese super, super süße Valentinstag-Liebes- und Frühlingsbiene auf.
wir sind fertig mit unserer Valentinstagsbiene. Und ich finde, die ist wirklich zucker, zucker süß. Also die kleinen rosa Bäckchen, das kleine Herzchen, die ganzen Blumen. Ich finde die einfach total niedlich und detailreich. Auch super passend für den Frühling. Nicht nur, wenn man ein Liebesgeschenk machen will, sondern generell halt auch einfach total toll, um ein bisschen in Frühlingslaune zu kommen, den Frühling zu begrüßen. Was ich hier besonders toll finde, ist, dass man hier ganz unterschiedliche Blüten zusammenbauen kann, wie man das möchte. Und man kann dann halt, auch wie man möchte, einfach hier die Grasfläche dann auch dekorieren. Super süß finde ich auch hier diese Bommel. Was man immer dabei hat, ist dieses Prickhead-Zeichen. Und dieses Mal ist hier so ein kleines Seasonal-Zeichen dabei, was ich bis jetzt noch nicht gesehen habe. Auf jeden Fall haben wir hier halt auch diese Rasenfläche, die bis jetzt auch bei noch keinem Prickhead dabei war. Also bis jetzt habe ich sowas auch noch nicht gesehen. Und finde ich auch total toll, dass jetzt die Prickheads auch so ein bisschen mit Rasen, mit Fläche einfach erweitert werden können. Von hinten sieht unser Bienchen so aus und den Stachel kann man sogar drehen. Also ist auch total mega niedlich. Und die Flügel, die sind auch beweglich. Und da haben wir wirklich schon ganz viele Details für so ein Prickhead, die einfach ganz toll sind. Also ist hier wirklich mit Herz erstellt worden. Kann man nicht anders sagen. Wie findet ihr diese Valentinstagsbiene? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Habt ihr eigentlich auch ein paar Brickheads zu Hause? Wenn ja, schreibt mir doch mal, welche ihr so habt und wie ihr die Brickheads eigentlich auch so findet. Also ich finde die eigentlich so ziemlich cool, weil ich finde, die erinnern mich so ein bisschen an die Funko Pops und ich bin ja auch leidenschaftlicher Funko Pop Sammler. Deswegen. Auf jeden Fall, wenn ihr genauso viel Spaß hattet wie ich bei dem Video, dann lasst doch einen Daumen nach oben da und schließt ein Abo bei uns ab. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!